Ich begrüße Sie zum zweiten Teil des Vormittagsprogramms. Ich hoffe, Sie haben die Zwischenzeit genutzt, um auch sich zu unterhalten, Ideen auszutauschen und über das Unternehmertum zu diskutieren. Wir haben ja in der ersten Hälfte heute Vormittag einiges schon erfahren zu dem Thema Unternehmerin, Unternehmer. Wir wissen, dass Unternehmer erfolgreich sein können und sollen mit Kunden. Wir wissen auch, dass sie messerscharfe Entscheidungen treffen sollten. Wir wissen auch, dass Unternehmerinnen in die Zukunft schauen. Ja, apropos Zukunft, was richtet sich denn überhaupt in die Zukunft? Natürlich ist es die Innovation. Die Innovation ist ja wirklich der Treiber oder einer der Treiber, der Richtung Zukunft schaut. Unser nächstes Thema ist tatsächlich die Innovation. Wir haben jemanden hier, den man schlicht auch als Mr. Innovation bezeichnen könnte, denn er hat an verschiedenen Projekten mitgearbeitet, immer innovativ. So war er zum Beispiel auch am Drücker bei der Swatch. Und da kann man schon sagen, die Swatch, die war wirklich eine Innovation in der Schweizer Uhrenindustrie. Aber es ist nur eines dieser verschiedenen Projekte, wo Elmar Mock tätig ist oder tätig war. Es sind, ich habe mal nachgeschaut, bei seinem Unternehmen Creaholic SA sind das über 750 Projekte, die er innovativ angetrieben, begleitet, entwickelt hat. Eine riesige Anzahl von Patentfamilien wurden da geschaffen, es sind etwa 180, Sie können mich dann korrigieren, wenn es inzwischen mehr sind. Seine Erfahrung beruht nicht in erster Linie nur auf, wie soll ich sagen, auf Skills oder wie man das macht, sondern wo beginnt alles, wo beginnt die Innovation? Sie beginnt im Kopf. Das ist natürlich etwas, das sich leichter sagt, als es vielleicht umgesetzt wird. Darum ist es Zeit, dass wir Elmar Mock hören mit dem Thema Innovation, der Kopf muss eben wollen. Bitte schön. Die ganze Frage der Innovation ist schon schwierig. Jeder spricht von Innovation. Die Politiker auch, vielleicht sogar die Kirche. Was ist denn Innovation? Was versteht man darunter? Und ich habe gesehen, es gibt ein großes Missverständnis zwischen Innovation und Renovation. Man sagt, man macht Step-by-Step-Innovation. Normal ist es eher Renovation. Und wir haben alle etwas Neues in unser Leben mal gemacht. Wir haben geheiratet, wir haben ein Haus gebaut. Und wie hat man das gemacht? Man hat nicht die erste Frau geheiratet, die man geküsst hat. Am Anfang schnuppert man. Man versucht mal, man sieht, ob sie passt, ob sie uns geht und langsam sollte man sich entscheiden. Gut, mein Sohnemann ist noch am Schnuppern nach 20 Jahren. Man sollte sich schon ein bisschen entscheiden, man sollte geradeaus gehen. Und irgendwann, wenn man ein Produkt macht, ist das Gleiche. Man schnuppert, man definiert ein Pflichtenheft, man geht durch und dann kommt man auf den Markt. Aber der Markt ist fürchterlich. Kaum bringt man etwas, der wird das gleiche leichter, in blau, etwas billiger, mit einem Knopf dazu, mit einer zusätzlichen Funktion. Also man hört dem Markt zu, man passt dem Pflichtenheft und man macht die nächste Generation. Man behauptet, man hat innoviert, man hat renoviert. Und das ist fundamental. 85% aller menschlichen Aktivität ist Renovation, ist Evolution und das muss man tun. Aber das ist die Generation 2.1.2.3. In der Uhrenindustrie sind wir bei 2.5580. Vielleicht sollte man sich die Frage stellen, wie gehen wir in die nächste Phase? Was ist dann Innovation? Innovation ist jedes Mal, dass man etwas unmöglich möglich macht. Es kann basiert sein auf einer Anfrage der Kundschaft. Aber jeder Profi sagt, das kann ich nicht. Technologisch, ethisch, ökonomisch, für irgendeinen Grund. Jedes Mal, dass einer ihren Mitarbeiter sagt, das kann man nicht, das ist verdammt interessant. Dort ist vielleicht die Innovation versteckt. Und wie löst man so etwas? Ist sehr einfach im Prinzip. Man muss erst eine Inspiration haben und dann muss man das Spaghetti machen. Man muss schnuppern, man muss sehen. Und der erste Teil ist nicht linear, und der letzte Teil ist linear. Und das Problem der anderen Möglichkeit ist, wenn man etwas vorschlägt auf den Markt, dass der Markt nicht einmal etwas davon weiß. Niemand hat ein Smartphone gefragt, niemand hat ein Swatch gefragt, niemand hat ein Fax gefragt. Das ist ein Vorschlag, der gekommen wurde, aber das Prinzip ist der gleiche. Man muss eine Inspiration machen, man muss der Spaghetti durchgehen. Das heißt, grundsätzlich, die Innovation oder die Renovation ist Step by Step,
kontrolliert. Selbstverständlich, der CFO möchte so etwas, der Bankler möchte so etwas, er will kein Risiko nehmen. Aber Innovation ist in der Leere zu springen, ist der Risiko zu nehmen mit der Hoffnung, denken Sie an der Affe, der auf einen Baum ist, der muss springen, um irgendwann einen Ast zu treffen oder seine Flügel wachsen zu lassen. Das tut Angst. Aber das ist das Risiko, das man nehmen muss. Wenn man nur kontrolliert vorwärts geht, hat man fast keine Chance. Und weshalb hat man keine Chance? Weil dort sind wir die Weltmeister. Wir haben Projektleiter, wir haben SAP, wir haben ISO, wir kontrollieren alle Schritte, wir haben einen Plan, wir haben Milestone, Deliverable, wir wissen genau, wo wir gehen. Aber die Margen streben gegen Null, weil der Kunde will immer mehr und ist nicht bereit, dafür mehr zu zahlen. Das ist der einzige Weg, um wieder Margen zu finden, ist versuchen, der andere Weg zu gehen. Und der Unterschied ist nicht in die Fähigkeit, das ist in den Köpfen. Weil die Einstellung ist der zentral, die Einstellung Exploration definiert die Kreativität. Und die Fähigkeit Exploitation oder Verwertung seiner Kenntnisse ist der Trick, wo man in diese die Umsetzung ist. Und diese zwei Welten sind extrem unter Spannung. In den 90er Jahren hat ein französischer Akademiker eine ganz interessante Theorie geschrieben über CK. Das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde, habe ich dann gefühlt, das bringt noch nichts. Was ist diesen Scheiße? Edison hat doch immer nach CK gearbeitet und der Steinmann auch. Und das ist so wichtig nachher zu verstehen, weil das ist eine Theorie, die erklärt die nicht lineare Entwicklung Zeit. Diesen Prozess, der nicht linear ist. Und wie geht das? Wenn Sie eine Innovation haben, fangen Sie mit einem Konzept. Und ein Konzept ist nicht logisch und ein Konzept ist nicht wahr oder falsch. Und die Kenntnisse dagegen sind logisch und sind wahr oder falsch. Diese zwei Typen Menschen hassen sich gegenseitig. Und jetzt, wie arbeitet man zusammen? Grundsätzlich, man fängt fast immer mit einem unmöglichen Konzept an. Wenn man dieses Konzept ein bisschen definiert hat, muss man suchen, nicht in seine Kenntnisse, in die Kenntnisse anderen Gesellschaften. Weil für mich die Multidisziplinarität ist nicht nur Fachwissen zu mischen oder Sex zu mischen, Frauen, Mann, homosexuell. Nein, es ist verschiedene Industriekulturen zu mischen. Dort ist die Multidisziplinarität. Wenn Sie einen Physiker, einen Mathematiker, einen Uhrmacher und einen Bankier 10 Jahre lang in Uhrenindustrie arbeiten lassen, nach 10 Jahren sind das alles Uhrmacher. Sie müssen wechseln, Sie müssen andere Sachen sehen. Und dann werden Sie mit Staunen sehen, das können Sie noch nicht lösen. Das heißt, Sie müssen das Konzept erweitern. Kaum haben Sie das gemacht, Sie müssen wieder neue Kenntnisse suchen, wieder das Konzept erweitern, wieder Kenntnisse suchen, bis Sie endlich eine Lösung, die realisierbar ist, haben. Das ist nicht linear. Und wie macht man das? Man macht es nicht in Abteilungen. Grundsätzlich der Trick ist wie dieses Spielzeug, man muss auf Konzept und dann auf Know-how und wieder auf Konzept, aber die gleichen Menschengruppe. Nicht unterschiedliche Menschen, nicht unterschiedliche Abteilungen. In der gleichen Team müssen von Anfang an Businessmodellleute sein, Technologen sein, Designer, anderen Kenntnisse und die müssen nicht einen Hut haben, die müssen Vorschläge machen. Und diesen Vorschlag muss man dann in einen Anraum gehen und die Kenntnisse suchen. Und alle diese Technosophen, die sagen, ich kann es nicht, es ist zu teuer, wir haben schon versucht, muss man sagen, schweig jetzt, hilf uns zu träumen. Und wenn man in den Kenntnisraum ist, muss man sagen, nicht, ey, wir springen nicht über unsere Schatten, wir denken nicht out of the box, ey, sucht, hilf mich, zeigt mir, wo hat man das gelöst und wie hat man das gelöst. Und so kann man miteinander den Weg suchen und das ist nicht linear. Das ist die ganz interessante Lehre, die ich daraus geholt habe. Um das zu erklären, zeige ich Ihnen mal so gewisse Projekte, die wir gemacht haben. Es geht nicht um Projekt, es geht um den Prozess. Eine Perle ist für die Auster wie die Innovation für die Gesellschaft. Eine glückliche Auster produziert keine Perle. Das heißt, Sie müssen einen Störfaktor finden.
Und genau gleich eine glückliche Industrie produziert keine Innovation. Wo stört es? Und wir Menschen, wir sind Chamäleon. Wir passen uns an unsere Probleme an. Wir haben immer so gemacht. Es hat immer so funktioniert. Warum sollte es ändern? Also als Beispiel für so einen Störfaktor haben wir definiert, wir werden in Zukunft ein großes Problem mit der Menschenbewegung haben. Wir haben immer Angst. Wir wollen nicht neue Chemikalien untersuchen. Also die Chemieindustrie, die Pharmaindustrie wird mehr und mehr Probleme haben, neue Moleküle auf den Markt zu bringen. Das heißt, wir werden Pandemie haben, weil die Mikroorganismen werden sich anpassen. Und wir werden nicht so schnell sein mit neuen Kampfwerkzeug, als die, die Fähigkeit haben, sich anzupassen. Das haben wir in 2003, 2004 gesagt. Und wir haben dann gesucht, wie könnte man das lösen? Und ein Vorschlag war, man sollte Hygiene verbessern. Man sollte die Hygiene an Mensch bringen und nicht den Mensch zur Hygiene schicken. Und somit haben wir aus einem Konzept mehrere Wege gesucht. Und ein Lösungsvorschlag war, was Sie hier außen sehen kann, Smixin. Die Idee von Smixin ist, wenn ich weniger Wasser brauche, nur ein Deziliter, kann ich mir mit einer Wasserfontäne die Hände waschen. Aber plötzlich, wir haben es bewiesen, wir haben gezeigt, dass es funktionieren kann, Sie können es versuchen. Wir mischen sehr homogen Wasser, Seife und Luft, weil Seife wäscht nicht. Das Seife mit Wasser, das wäscht. Und wenn Sie viel Wasser heute brauchen, um sich die Hände zu spülen, ist, weil Seife klebt an die Hand. Macht man das richtig, kann man mit 1 Deziliter eine super Handwäsche machen. Somit kann man die Sache verbessern, man kann das an den Mensch bringen. Hat es genügt? Wir haben gesagt, aber Wasser hat einen Wert. Was wäre, wenn man sich eine Dusche mit 2 Liter machen kann? 2 Liter Wasser pro Minute ist mein Fingerdurchmesser aus dem Wasserhahn. Ein Wasserstrahl mit meinem Fingerdurchmesser ist ungefähr 2 Liter pro Minute. Kann man sich duschen damit? Wir haben versucht, wir haben gezeigt, dass es gehen kann. Und ein Kollege hat uns gesagt, ihr spinnt. Es regnet jeden Tag in der Schweiz. Was wollen Sie Wasser sparen? Wir wollen Energie sparen. Und dann hat er einen Vorschlag gemacht, wie kann ich Energie rückgewinnen? Aus dem gleichen Störfaktor ist Julia gekommen. Und Julia, was macht sie? Sie macht das Prinzip der Seehund oder einen Hund. Das ist ein Tier, der warmes Blut, aber kalte Haut hat. Ein Hund muss im Schnee laufen können und er muss kalte Füße haben. Wie macht er das? Er austauscht seine Energie aus seinem Herzblut, wenn den Blut Richtung Haut geht, entgegenkommt das kaltes Blut aus den Venen und kühlt damit den warmes Blut ab und erwärmt damit das kaltes Blut. Und das machen wir damit. Sie sehen, unten bringen wir das kalte Wasser in das Wärmetauscher direkt in den Siphon und vorwärmen damit das Wasser auf 25 Grad und 50% der Energie wird damit rückgewonnen. Und das haben wir realisiert und heute ist es auf dem Markt. Aber es hat nicht viel zusammen zu tun mit Julia. Es hat nicht viel zusammen zu tun mit der Ursprungsidee. Und jetzt sind wir dran, eine dritte andere Startup zu machen. Wie kann ich mir wirklich sehr gut duschen mit 2 Liter pro Minute? Nur zum Zeigen, dass der Weg ist nicht linear. Niemand wusste, wo man geht. Aber wenn man nicht in Bewegung geht, zielt man nicht. Wer nicht schießt, kann auch nicht das Ziel erreichen. Aber das Ziel weiß man am Anfang nicht. Wenn wir die Swatch gemacht hatten, wollten wir Marktanteile rückgewinnen. Wir wollten eine billige Schweizer Uhr machen. Am Ende haben wir einen Modeartikel gemacht. Niemand hat das gespürt am Anfang. Man musste es gehen. Das ist nicht linear. Und was ich Ihnen sagen kann, selbstverständlich braucht ihr Prozess, die linear sind, Milestone, Budget, Control, Deliverable, of course. Aber das ist vor allem, wenn Sie wissen, was wir machen wollen, das wissen Sie am Anfang nicht. Sie müssen schnuppern, Sie müssen an die Suche gehen. Wir haben alle einen Überlebensinstinkt als Mensch, als Tier auch. Überleben ist Jagen, ist Fressen, ist Töten. Sie müssen doch essen. Das ist so wichtig, 95% der Arbeit ist, dass sie morgen früh überleben. Selbstverständlich, morgen früh hat etwas zu tun mit heute, aber muss nächsten Monat etwas zu tun mit letztes Jahr haben. Was wird an uns zukommen? Und bei der Tierwelt wissen wir, dass um gesund zu bleiben, muss man jagen. Das ist renovieren.
aber man muss Kinder machen. Kinder hat der gleiche Name, Überlebensinstinkt. Das ist nicht ganz das Gleiche. Man geht doch nicht die Demoiselle an, wie man die Wildschweine nachgeht. Also man muss ein bisschen eine andere Einstellung haben, sonst ist man erfolglos. Und grundsätzlich in der Natur Kinder machen ist das Gleiche wie bei uns neue Produkte machen, weil Innovation ist Geburtsrat zu erhöhen. Kreativität ist Bumserat. Wenn Sie ein Brainstorming machen, machen Sie Gruppensex. Es ist schön, aber Sie müssen aus dem ein Baby machen. Das Baby ist das Zentrum. Wie kriegt man Leben? Wir glauben, dass wir in einer patriarchalen Welt leben, der polygam ist. Wir haben Frauen hintereinander oder parallel. Vor allem die französische Präsidentin haben es parallel. Aber grundsätzlich, was ist die Industrie patriarchal? Ich bin auf den Schluss gekommen, die Industrie ist matriarchal polyander. Das sind Mütter, weil eine Mutter, die will nur etwas, ein paar gute, erwachsene Kinder, die gute Bürger sind. Eine Mutter muss stolz von seinen Kindern haben. Eine Mutter will nicht jeden Tag eines Kind. Die Väter, die versuchen jeden Abend wieder ein Kind zu machen. Die Mutter wird brauchbar. Die Einstellung diesen Patrons sind Einstellung von Mutter. Die wollen gute Kinder haben und ihre Truppe, ihren Summe von Tochter sogar, sind ihre Produkten, ihre Markten und die wollen sie gut haben. Aber was macht, dass diese Mutter Kind haben will? Weil es geht nicht um Bumsen, es geht um Kinder machen. Die hat alle recht, die Mutter. Die darf Budget stornieren, die darf Firma schließen, sie darf Leute kündigen, sie darf alles. Sie hat alle Rechte, die Mutter. Sie gibt seinen Namen weiter. Die Mutter gibt den Namen, die Mutter gibt die Erbe, die Mutter gibt die Erziehung. Der Vater nur die Genen. Und jetzt, diese Mutter wird nur entscheiden können, nur ein Kind haben können, wenn der Gehirn das will. Das Zentrum der Innovation ist der Patron. Wenn er nicht will, ist alle Innovation für die Katze. Machen Sie doch nichts. Überleben Sie nur, Sie sterben mittelfristig, spielt keine Rolle. Warum wollen Sie Kinder haben, wenn Sie sowieso eine Abtreibung machen? Also der Patron muss es willen. Das zweite Problem, Sie brauchen intern eine Forschung und Entwicklung. Wenn Sie keine Genetik haben, können Sie auch keine Kinder haben. Sie brauchen eine Matrize, Sie brauchen eine Vagina. Das ist die Forschung und Entwicklung. Aber die Forschung und Entwicklung hat so Schiss von der Mutter, die so unmöglich ist, dass sie einen Clown macht. Sie schaut die Vergangenheit wieder. Oh Mutter, ich habe die wieder schön gemacht. Oh Mutter, kannst du dich anerkennen? Das bist du, du warst so vorher. Jetzt habe ich ein Kind gemacht, der eine hundertprozentige Kopie von dir bist. Und das ist falsch. Wir wissen alle, dass das Schlimmste, das uns passieren kann, ist, wenn unsere Tochter eine Kopie von unserer Frau sind. Die sollten etwas anders haben. Also, alle Systeme haben in der Komplexität gewusst, dass diesen externen Beitrag ist wichtig. Aber die Kreativen geben den Namen nicht weiter. Das sind nicht Autoren, die wird nie anerkannt. Wenn Sie anerkannt sein wollen als Kreativ, bitte machen Sie Kunst, schreiben Sie Bücher, eventuell Architekt, aber sonst nicht Designer. In Technologie, in Produkt ist der Vater nie anerkannt. Die Väter sind Toyboys. Sie geben nicht der Vater, sind da, um die Mutter zu schwängern und das Kind auf die Welt zu bringen. Nachher nicht mehr. Alles entscheidet die Mutter. Das heißt, ein Beispiel für den externen Beitrag ist der Tim Kraulik. Wir sind 30, wir leben seit 30 Jahren. Wir machen nur diesen Job. Wir sind da für die Industrie und wir entwickeln für die Industrie. Die zwei Projekte, die ich Ihnen gezeigt habe, ist unsere Abfallkiste. Die 15% der Zeit, die wir nicht verrechnen können an unsere Kunden, schaffen wir eigene Projekte. Aber wir leben nicht aus dem. Wir leben wirklich aus der Unterstützung der Industrie und da haben wir von Physiker auf Lawyer, auf Ökonomist, auf Ingenieur, auf Designer, die zusammenarbeiten ohne Hierarchie und ohne Struktur. Wir sind eine kapitalistische Kolkose. Wir versuchen einen anderen Weg anzugehen, weil was tötet Kreativität? Das ist das Gefühl der Ungerechtigkeit. Das ist nicht gerecht sein.
Gerechtigkeit existiert vielleicht nicht, aber man kann ungerecht sein. Und der Kunst ist, wie arbeitet man damit? Aber diese arme Mutter hat ein anderes Problem. Sie hat in sich hinein, sein Körper ist gegen Baby. Glauben Sie wirklich, dass dein Herz, die Nieren zufrieden sind, ein Baby zu haben? Das ist nur mehr Last, das ist nur störend. Das heißt, die Antikörper sind da, um alle genetisch, die nicht gleich wie die Mutter sind, zu töten. Der Mittelmanagement, die interne Hierarchie, versucht immer, neue Sachen zu töten, weil das ist nicht gleich die Vergangenheit. So bleibt die Mutter gesund, aber auch steril. Wie kann man es machen? Also die Idee der Startup ist nur ein In-vitro-Leben, instelle In-vivo. Man macht ein System, man entwickelt eine Idee ohne Mutter und ohne Antibody. Es gibt eine höhere Geburtswahrscheinlichkeit, aber das Ziel eines Startups ist, ein Exit zu haben. Das heißt, die Mutter, die hat den Wahl zwischen ein In-vivo-Leben oder ein In-vitro, eine Adoption. Und das macht man in Amerika gern, in Europa nicht. Man adoptiert nicht gerne eine andere Kultur. Man adoptiert nicht mehr eine andere Einstellung. Und wir haben Tendenz, dauernd das Gleiche zu tun. Ist das die einzige Modell, die wir in der Natur sehen? Es gibt ein ganz interessantes Modell, das ist den Frosch. Den Frosch, das arme Tier, wird von Vogel geschluckt, von Schlangen, von Franzosen, von Chinesern. Das verdammt schwierig zu überleben. Was macht den Frosch? 1000 Eier und 3 davon überleben. Es ist eine Variante. Also schnell etwas tun, versuchen und es überlebt oder überlebt nicht. Es ist nur möglich, wenn es nicht viel kostet. Wenn Sie zu viel Energie pro Ei legen müssen, geht es nicht. Sie können auch nicht ein Kernkraftwerk so machen. Sie können nicht 1000 Kernkraftwerke auf den Welt bringen und 900 explodieren und 100 funktionieren. Das geht nicht. Also es gibt gewisse Bereiche, wo das Froschmodell nicht funktioniert. Gibt es andere Modelle? Ich habe gefunden, dass in Europa ist der Vogelmodell unser natürliches Modell. Der Vogel, das ist eine fantastische Maschine. Das ist ein Jäger, der kann fliegen, der kann Moskito beim Fliegen erwischen. Das ist eine fantastische Kriegsmaschine. Und diese Kriegsmaschine, die fliegt nie mit Eier. Sie weiß genau, dass wenn sie mit seinen Eier fliegt, verliert sie Agilität. Und sie muss agil bleiben. Ja, sie müssen jagen, sie müssen Erfolg haben, sie müssen ernährt werden. Also Renovation ist keine Schande. Man muss es sehr gut tun. Aber der Vogel hat gewusst, dass er muss ein Nest bauen. Der muss seine Genetik, es gehört ihm. Er hat einen Teil seines Vergangenheit in diesen Eier gelegt. Und er schaut, dass diesen kleinen Vögeli eine Zukunft hat. Das ist die nächste Generation. Grundsätzlich hat man in der Schweiz das oft gemacht. Swatch ist so etwas. Es ist intern aufgewachsen worden. Nespresso ist auch so ein Beispiel. Ich kann sagen, dass Nescafé hat alles gemacht, um Nespresso zu töten. Das sind die Chefs von Nestlé, die das erlaubt haben und ein U-Boot entwickeln lassen haben, trotz die ganze Gegendruck der Rest der Firma. Es ist normal, wenn Sie Innovation, dass Sie Gegendruck haben. Aber Sie müssen es ein bisschen schützen. Sie müssen eine Chance geben. Die Natur hat es gemacht, dass wenn man einmal Sex gemacht hat, das Kind kommt von allein. Die Natur hat die geniale Libido gemacht, dass man macht nicht Kinder, was man Kinder haben will. Man macht Kinder, weil die Mädchen so schön ist oder der Typ so sympathisch ist. Man möchte Liebe machen und nicht Kinder machen. Davon kommen Kinder. Wir wissen alle, wie schlimm es ist und wie mühsam es ist. Aber grundsätzlich, wie machen wir es in der Industrie? Der einzige Lösung, um Kinder zu haben, ist Einsatz und Wille. Es ist nicht nur Idee haben. Idee ist nur der ganz, ganz Anfang, der Start. Der Problem ist, das Kind auf die Welt zu bringen. Und deswegen habe ich auch Bücher geschrieben, um ein bisschen diesen Prozess zu erklären. Sie können eine französische, deutsche und englische Version finden. Und Sie sehen, in Englisch habe ich gesagt, taking the plunge. Nehmen Sie doch das Risiko. Ich beschreibe darin den Prozess. Ein bisschen diese Metapher, die ich gebracht habe, sie noch tiefer erklärt und die ganze kapitalistische Kolkos und diese Sachen. Und ich wollte damit ein Message geben. Ja, wir können alle Innovation machen. Ja, es ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, seine Arbeit gut zu tun.
95% unserer Aktivität ist morgen zu sichern. Aber 5% sollte man ein bisschen Risiko nehmen und vielleicht der Sprung machen. Und wenn ich embarque pour l'innovation, das ist auch, Sie müssen in den Flieger gehen. Das tut Angst. Aber wenn Sie nie im Flugzeug sind, werden Sie nie nach Amerika gehen. Und das ist der Wunsch, dass ich an alle hoffe. Vielen Dank.